Ich heiße Sina, studiere Sozial- und Organisationspädagogik oder auch SOP genannt und wir befinden uns hier am Bühler Campus. Ich habe Abitur gemacht und dann ein Jahr am Theater in Hannover gearbeitet als Regieassistenz und auch als Schauspielerin auf der Bühne und habe mich dann danach aber entschieden, dass es schon in eine andere Richtung für mich gehen soll und deswegen genau, studiere ich jetzt hier Sozial- und Organisationspädagogik. Vor dem Studium sollte man wissen, dass es sich von der Schule unterscheidet, also dass es schon auch sehr viel Theorie ist, sehr viel Lesen, sehr viel Recherche und dass es auch bei Sozial- und Organisationspädagogik in Bereiche geht, die man vielleicht so erstmal nicht erwartet, also in Richtung Recht, in Richtung Statistik und das sind vielleicht Dinge, die man vorher irgendwie ausblendet, weil man denkt, ich möchte was Soziales machen, also dreht sich alles um den Menschen. Aber das sind eben auch Anteile im Studium und es wird auch klar, warum, aber trotzdem ist man darauf vielleicht erstmal nicht so vorbereitet oder erwartet das nicht, aber das gehört auf jeden Fall dazu. Man sollte sich auf jeden Fall für die Gesellschaft interessieren, für die verschiedensten Lebensrealitäten, die in so einer Gesellschaft stattfinden und auch für die Strukturen und den Wandel, der damit irgendwie einhergeht. Also genau, so ein grundlegendes politisches Interesse ist, denke ich, auch gut und wichtig und eine Offenheit für alles, was dann irgendwie so auf einen zukommt im Studium. Ich habe mich für das Studium entschieden, weil ich finde, dass es alle für mich wichtigen Dinge vereint. Also, dass es den Menschen nicht als Einzelperson sieht, sondern auch als Individuum in der Gesellschaft und dass das eben Strukturen sind, die irgendwie auch da sind und die betrachtet werden müssen. Und für mich war einfach auch eine Motivation, dass in dem Studiengang Theorie und Praxis gut vereint ist. Also, das heißt, ich lerne irgendwie meine Haltung zu finden, ich lerne mein Handeln irgendwie zu professionalisieren und dann eben in der Praxis auch wirksam zu sein. So. Das Verhältnis ist auf jeden Fall ausgewogen, würde ich sagen. Also natürlich ist es, habe ich auch schon gesagt, viel Theorie. Aber das wird eben auch mit Praxis verbunden, zum Beispiel im Projektsemester oder durch Praktika oder dann eben auch die staatliche Anerkennung, werden diese beiden Komponenten verbunden und auch nicht getrennt voneinander gedacht, sondern auch in den Seminaren ist immer Thema, wie sieht das eigentlich in der Praxis aus, was wir hier gerade lernen. Das Verhältnis von Einzel- zu Teamarbeit ist, glaube ich, so sehr flexibel. Also es gibt die Möglichkeit, Dinge alleine zu machen und man kann sich dafür auch entscheiden, alleine Hausarbeiten zu schreiben. Aber es gibt auch oft die Möglichkeit, in Gruppen zu arbeiten, auch Hausarbeiten in Gruppen zu schreiben. Im Projektsemester zum Beispiel ist es eine Gruppenarbeit und da ist es auch Pflicht, dass man es als Gruppe macht. Also es ist ausgewogen und jeder kann auch irgendwie versuchen, seinen Platz da zu finden, womit man sich auch irgendwie am wohlsten fühlt, genau. Mich begeistert auf jeden Fall am meisten, dass die Themen, die mich auch privat interessieren, irgendwie wissenschaftlich aufgearbeitet werden und alles, womit ich mich auch so umgebe, irgendwie Thema sein kann, dass ich da auch Freiheiten habe, meine eigenen Interessen und das, was mich im Studium besonders interessiert, mit einzubringen. Dann habe ich ja auch noch die Möglichkeit, am Institut zu arbeiten als wissenschaftliche Hilfskraft und habe da irgendwie auch Einblicke in die Forschung, weiß, wie wird das gestaltet, kann ich mir das vielleicht auch für mich später vorstellen. Und das sind einfach verschiedene Einblicke, die total gut für mich sind und die ich sehr wertschätze und genau.
Die Studienorganisation ist auf jeden Fall darauf ausgelegt, dass Studierende auch mitgestalten können, also dass nicht nur innerhalb der Seminare irgendwie Raum für Gestaltung ist, sondern auch außerhalb, also das Leben hier am Campus oder bei irgendwelchen Festen in Fachschaften ist Partizipation sozusagen immer möglich. Nach dem Bachelor habe ich auf jeden Fall vor, die staatliche Anerkennung zu machen. Das ist ja auch was Besonderes bei Sozial- und Organisationspädagogik, dass man diese Möglichkeit hat. Und in diesem Jahr kann ich mir vorstellen, dass ich sehr viel in der Praxis dazulerne und irgendwie merke, was ich aus dem Studium mitgenommen habe. Es kann aber auch sein, dass ich merke, okay, ich möchte mein Wissen noch erweitern, ich möchte noch weiter studieren und dann kann ich den Master auf jeden Fall auch nicht ausschließen. Aber wohin es konkret geht, weiß ich noch nicht. Ich glaube, ich würde die Tipps geben, dass man erstmal auf die Homepage geht, guckt, sind die Inhalte, die ich da finde, für mich schon mal interessant. Und wenn das der Fall ist, gibt es auf jeden Fall auch die Möglichkeit, sich beraten zu lassen, vielleicht auch mal vorbeizuschauen, zu gucken, ob man irgendwie auch mit Studierenden vom Studiengang sprechen kann. Und genau, dann kann man irgendwie abschätzen, ist das vielleicht was für mich? Kann ich mir das für mich vorstellen? Und sind die Sachen und Handlungsfelder, die ich danach mit dem Studium machen kann, auch interessant für mich?